Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Männer- und Frauenwitze. Im Schlafwagenabteil eines Zuges ein junges Paar, intensiv miteinander beschäftigt, liegt auf dem oberen Bett. Ein älterer Mann liegt im unteren Bett. Oben geht es hin und her. Der Mann und die Frau diskutieren, während sie Sex haben, wie das Baby heißen soll, was sie gerade zeugen wollen. Schließlich einigen sie sich. Engelbert soll das Kind heißen. Auf einmal rums, Zug ist entgleist, Licht ist aus, alle aus den Betten gefallen. Sie, Schatz, wo bist du? Sagt er, hier unterm Fenster. Und du? Sie sagt, ich an der Tür. Der ältere Mann, und euer Engelbert hängt mir an der Backe. Ein Typ bringt eines Nachts seine Freundin abends nach Hause. Als er bei ihr vor der Haustür angekommen ist, beim Austausch des guten Nachtkusses ist er ein wenig geil. Und mit so einem Anflug von Vertraulichkeit lehnt er sich an die Wand und sagt zu ihr, Schatz, würdest du mir einen blasen? Sie darauf, bist du verrückt? Meine Eltern könnten uns sehen. Darauf er, hab dich doch noch nicht so, wer sieht uns schon um diese Uhrzeit? Sie, nein, bitte, kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn wir erwischt werden? Darauf er, ach bitte, ich liebe dich doch so sehr. Sie, ich liebe dich auch, aber ich kann es einfach nicht. Er, na klar kannst du, bitte. Plötzlich geht das Licht im Treppenhaus an. Die jüngere Schwester des Mädchens erscheint im Pyjama und sagt verschlafen, Papa sagt, mach hin und blas ihm ein, wenn nicht, kann auch Mama runterkommen und es machen. Oder ich, wenn es sein muss, sagt Papa, kommt er selber runter und macht es. Aber um Himmels Willen sagt dem Arschloch, er soll seine Hand von der Sprechanlage nehmen. Sie schreckt vom Liebesspiel auf, weil das Telefon klingelt, nimmt den Hörer ab. Nach einer Weile sagt sie beruhigend zu ihrem Liebhaber, alles klar, mein Mann rief gerade an und sagte, dass er erst spät nach Hause kommt, weil er mit dir noch einen trinken geht. Gott sagt zu Adam, Adam, ich hätte hier eine Frau für dich. Sie sieht toll aus, kann sehr gut kochen, ist fantastisch im Bett und hat nie Migräne. Adam ist ganz gierig drauf und sagt, das muss ich dafür tun. Gib mir dein rechtes Bein, sagt Gott. Oh, das ganze Bein, nee, das ist mir zu teuer. Na gut, sagt Gott, ich kann dir auch noch eine andere geben. Sie sieht nicht ganz so gut aus, kocht nicht ganz so gut. Naja, und hin und wieder hat sie mal Kopfschmerzen. Was willst du denn dafür haben, fragt Adam. Dafür gibst du mir einen rechten Arm. Adam denkt sich, oh, ein Arm, eine Frau wäre schon nicht schlecht, aber das ist ihm einfach zu teuer. Schließlich fragt er, was kriege ich denn für eine Rippe? Zwei Männer spielen Golf. Auf dem Golfplatz liegen zwei Frauen und sonnen sich. Sagt der eine Golfer zum anderen, geh mal hin zu den beiden und frag mal, ob sie uns durchspielen lassen. Der geht los, kehrt aber auf halber Strecke wieder rum, kommt zurück und sagt, ah, das geht nicht, die eine ist meine Frau und die andere ist meine Geliebte. Und beide wissen nichts voneinander, geh du mal hin. Macht sich der andere auf den Weg, kommt aber genauso schnell zurück und sagt, wie klein die Welt ist, bei mir ist genau umgedreht. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.